Wenn ihr das gesehen, bin ich gerade currently am Streamen und was ihr mich so gesehen, das ist mein Stream-Outfit. Und ja, was ihr wieder gesehen, habe ich letzte Woche meinen Abschluss geschafft, also meinen Abschluss zur PRA Hauswirtschaftspraktikerin. Ich muss euch etwas sagen, ich weiß, der Englisch ist sehr weird. Das Ding ist, ich werde den YouTube-Kanal eventuell nicht so weiterführen können, wie ich ihn gerne weiterführen würde. Denn ich habe gute News, und zwar kann ich am 2. August mit meiner EBA-Lehre anfangen. Und darum wird der Kanal vielleicht ein bisschen inaktiver, also nicht, dass ihr euch wundert, warum ihr keine Videos bekommt. Also ich versuche so gut es geht, wenn ich Zeit habe, Videos zu machen, nur ich werde Bedenken haben, dass ich jetzt Zeit habe, weil ich jetzt schon merke, dass die Lehre mir total viel Zeit raubt und auch Konzentration und vieles, vieles mehr. Und ich wollte euch halt auch nicht enttäuschen mit leeren Versprechungen und das kommt einfach nicht. Und das Ding ist halt auch. Ja. Wenn ihr das seht, bin ich aber gerade am Streamen seit ein paar Monaten wieder. Ich habe mir eine Streampause gegönnt, weil es ist sehr viel los gewesen mit Lehr, Abschluss, Vorbereiten für das nächste Lehr. Und vieles, vieles, vieles mehr. Falls ich gefragt habe, ob ich geschminkt habe, like Abschluss gestern. Und ja. Kommt doch vorbei auf Twitch, wenn ihr Lust habt. Und das Video wird heute noch so uncut. Also mit Cut wahrscheinlich und ein paar Cut-Sachen. Ein bisschen geschnitten wird es heute aufkommen. Und ja. Ich hoffe trotzdem, dass euch meine weiteren Videos werden gefallen. Ich gebe mir Mühe, so gut es geht, Videos zu machen. Viele von euch haben auch mehr Vlogs gewünscht. Ich könnte einfach so kleine... Das Problem ist eben bei Vlogs, ich kann nicht wirklich in meiner WG filmen, weil ich darf nicht, weil da gibt es ein Filmverbot, eigentlich. Aber ich habe es auch schon gemacht, wie ihr wisst. Und das Ding ist halt... wir haben noch andere Menschen auf der Weg und die dann nicht gerne gefilmt werden oder möchten vielleicht auch nicht gefilmt werden. Das ist ein bisschen weird. Ich kann mich filmen und dann mit einfach, also ich kann es so machen, dass ich mich filme und dann nachher für den Vlog einfach so mit Voice-Over, also dass ich darüber spreche, euch irgendwie ein bisschen mitnehmen im Alltag. Was ich so mache, was ich so tue, was gemacht werden muss, zum Beispiel in der EBA-Lehre. Was ich auch ganz gut so one day in my life auf EBA. Wenn ich in EBA lebe. Und ja. Let's go. Ja. Es wird mir sehr schwer fallen, nicht mehr Videos zu machen am August. Das wird auch tatsächlich das letzte Video sein, das ihr wahrscheinlich seht, wenn ich schaffe, vorzuproduzieren. Denn ich weiß tatsächlich nicht mehr, was ich aufladen soll, ehrlich gesagt. Weil ich meine, euch gefallen die Tanzvideos sehr, die Musikvideos, aber viele von euch machen Kochvideos. Und ich kann euch leider keine Kochvideos geben, da ich aber in der Küche nicht filmen darf, weil gewisse Leute nicht gefilmt werden möchten. Dummes Update, Moment. Und ja. Das ist ein bisschen weird. Und ja, wenn ihr meinen Livestream verfolgen möchtet oder nachher gemacht habt, könnt ihr auf twitch.tv/Astia. Da bin ich unregelmäßig live. Ich habe keinen Plan dort. Auch nicht auf TikTok habe ich einen Plan. Auch TikTok Astia. Bodenstrich, glaube ich. Und ja, bis unter meinen Videos findet ihr immer wieder TikTok, Instagram, Links und so. Twitter nicht mehr, Twitter nicht deleted, weil Twitter bin ich unnötig. Ist ein bisschen toxic. Ganz ehrlich. Und ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, ein Like und ein Abo da. Wir sind kurz vor den 190 Abonnenten. Wir haben 190 geschafft, aber irgendjemand wird deabonniert. Und wie ich schon mal gesagt habe, es geht up and down mit den Abonnenten. Aber ja. Abonniert unbedingt meinen Kanal, falls ihr nicht mehr verpassen möchtet. Ich mache Vlogs, Tanz, Gesang, verschiedene nichts. Auch zum Beispiel Haare färben. Das tue ich auch noch, irgendwann. Ich habe noch Haarfarbe bestellt, zwar von Eero Eero. Eigentlich kann man auch live streamen, sie Haarfarbe, aber ich habe ein bisschen Angst um meinen Laminatboden. Und wir sind nicht Käufer, nur Mieter, darum
Difficult coming through. Und ja. Wie gesagt, ich beginne ab dem 2. August das Jahr in EBA-Lehre und darum ist es mir nicht möglich, mehr Videos zu machen. Also ich probiere es, aber ich kann nichts versprechen, denn ich will mich auf meine Lehre konzentrieren, denn es wird sehr, sehr, sehr intensiv. Und die Lehre geht halt nochmal 2 Jahre, also bis 2023. Und ja, das ist ein bisschen weird. Aber ich werde sicher regelmäßig auf versuche auf Twitch wieder live zu sein, also mehr auf Twitch. Und versuche tatsächlich einfach mehr Twitch zu machen und mehr Instagram. Auf Instagram auch mal wieder live zu gehen, weil ich schon länger live war. Aber es hat einen gewissen Grund, warum ich auf Instagram nicht live bin momentan. Und ja. Das war schon alles und tschüss!